Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und heute haben wir etwas unglaublich Besonderes vor und zwar eine schöne Challenge. Mit dabei ist der liebe Schmotti. Was geht, meine Freunde? Oh yeah, oh yeah. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich bin maximal gehypt. Übrigens kann man hier im Itemshop, das hätte ich auch unterstützt, einen Creator Revincent eingeben. Keine Ahnung, was das bringt. Versucht es einfach mal aus. Yeah. Meine Freunde, was soll ich großartig sagen? Außer wir haben, wie gesagt, was ganz Tolles für euch heute vor. Und zwar möchte ich mit Schmocki eine kleine Tanz-Challenge machen. Aber das soll keine normale Tanz-Challenge werden, sondern diese Tanz-Challenge entsteht gemeinsam mit Logitech. Logitech hat mir nämlich eine wunderschöne Kamera zukommen lassen. Und diese Kamera, meine Freunde, ja, diese Kamera ist eine 4K-Kamera von Logitech. Eine Logitech Brio, die tatsächlich mit einer 4K-Auflösung mit 30 FPS und natürlich auch bei 1080p mit 30 Bildern die Sekunde oder mit 60 Bildern die Sekunde aufnehmen kann. Also auf jeden Fall ein ganz schmackhaftes Teil. Und diese Kamera hat etwas ganz Besonderes. Und zwar diese Kamera ein Greenscreen-Feature. Und Logitech hat mich gefragt, hey, hast du nicht Bock, hier was zu machen? Ich dachte mir, yo, ich brauche eine neue Webcam, weil ich Bock habe, noch eine zweite Streaming-Perspektive zu haben. Das heißt, die Kamera kommt hier auch noch irgendwo für meine Streams hin. Und dann haben sie mich gefragt, okay, was hast du denn vor? Und ich hatte schon immer mal Lust, eine Dance-Challenge zu machen in Fortnite, weil super viele Leute haben ja immer geschrieben, hey, Revi, mach doch mal ein Video, wo du Fortnite-Tänze machst. Und ich so, Leute, ich kann nicht tanzen. Ich brauche dafür einen Grund, dass ich tanze, ja? Und dann bin ich auf Schmocki zugegangen und habe gesagt, Schmocki, was hältst du davon, wenn du einen Kill machst, spinnst du ein wunderschönes, ja, wie heißt denn das? Glücksrad. Ein Glücksrad. Ein Glücksrad. Schmocki dreht dann einmal in diesem Glücksrad und auf diesem Glücksrad stehen verschiedene Tänze drauf. Sobald Schmocki oder ich einen Kill machen, muss ich eines dieser Tänze aufführen. Und diese Tänze werden dann mit der Funktion dieser Logitech Brio-Kamera in das Gameplay reingekeyt mit der Greenscreen-Funktion, meine Freunde. Technology! Falls ihr weitere Infos zu der Kamera haben wollt oder generell noch Bock habt, ein paar Sachen darüber zu erfahren, in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall ein Link, da könnt ihr die ganzen Sachen unbedingt mal reinziehen. Da gibt es Tutorials von Streamern, wie das Ding funktioniert. Das ist eine absolut brachial geile Streaming-Kamera. Also man braucht auf jeden Fall keine riesige DSLR-Kamera oder einen riesigen Camcorder oder sowas. Nein, das Ding tut es auf jeden Fall. Eine Webcam mit 4K-Auflösung, Alter. Welcome to 2019, was geht ab? Schmocki, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit, Fortnite Dance Challenge, Alter. Let's tanzen, go. Weil jetzt geht es auf... Full and try hard. Und ich würde sagen, auf geht's, Digga. Let's go. Schmocki, ja? Kannst du tanzen? In echt? Ja, hast du schon mal so einen Fortnite-Dance gemacht im Club? Ich hab probiert, in Orange Justice zu tanzen. Aber das hat wahrscheinlich jeder Mensch schon mal probiert. Ich hab's auch probiert und ich hab ihn auch im Rad mit drin, Digga. Und es sieht absolut beschissen aus, wenn ich das mache. Wirklich. Das ist das Peinlichste. Wirklich. Also Körperkoordination ist bei mir gar nicht da, ja? Das ist bei mir überhaupt nicht da. Erstmal ein riesiges Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle an Logitech, dass die gesagt haben, hey, wir sind offen für dieses Format und dass die darauf Bock haben. Das tatsächlich hier so kreativ, wie ich das gerne nenne, hier mit einzubinden. Finde ich auf jeden Fall damn nice und freue mich auf jeden Fall jetzt hier meine ersten großen Tanzerfahrungen zu machen, Alter. Schmocki, glaubst du, ich kann tanzen? Sei mal ehrlich jetzt. Ich freue mich ultimativ drauf, weil wenn ich so sehe, was für Tänze hier drauf sind, da sind halt schon, ich schon ein kleines Lächeln im Gesicht. Das ist halt schon ziemlich peinliche Geschichte tatsächlich, ne? Also ich habe mir bewusst die Tänze rausgesucht, die auf jeden Fall am unangenehmsten für mich sind. Von daher passt der Hase an der Stelle. Okay, da würde ich sagen, let's go Pleasant Park, Alter. Und ich bin gespannt, welchen Dance ich hier zuerst mit der Logitech reinkeyen darf. Oh mein Gott, ey. Das Ding ist, ich hatte tatsächlich hier dieses Shirt mit diesen Streifen an und ich habe im Hintergrund einen Greenscreen, meine Freunde. Das war natürlich wieder absolut dumm von mir. Richtig. Aber ihr seht hier, dass das sogar mit dieser Kamera hier, ihr seht es nochmal hier, gar kein Problem ist. Das Greenscreen Chroma Key Feature ist echt brachial Bombe und eignet sich, wie gesagt, für Streamen oder für Videoaufnahmen wirklich sehr, sehr gut. Man braucht tatsächlich keine andere Kamera mehr außer diesem Ding. Kann ich jetzt einfach mal so frei raushassen und ich freue mich auf jeden Fall, damit meine Streams noch ein bisschen mehr aufzuspicen, damit ich mit 20.000 Kameraperspektiven jeden Winkel meines gottverdammt wunderschönen Körpers einfangen kann. Ehre, Digga, Ehre. Ehre! Okay, let's go. Oh nein, du landest schon im Nachbarhaus? Ja, ja, und ich habe eine Heavy gespottet. Nein, Digga, hast du nicht. Die wird erstmal geschlürft, Digga. Nee, die willst du mir doch geben, oder? Die willst du mir doch... Du glaubst nicht, was ich gerade gefunden habe. Was denn? Drei verschiedene Pumpguns. Was denn? Alle Pumpguns, die es gibt, habe ich gerade in der Hand. Lull. Und Schild, komm her. Auf geht's, Digga. Haben wir hier irgendwo Gegner? Das ist halt die Sache. Hier ist kein Schwein, warum auch immer. Doch, hier vorne sind welche gelandet. Hier müssen welche gelandet sein. Da ist abgebaut. Da vorne. Ah, ich seh's. Oh ja, ich seh's. Hinter uns. Hinter uns! Oh, ich hab low. Oh mein Gott, Bruder, ich werd von drei Seiten gelasert. Oh mein Gott, ich habe so vergessen, wie scheiße die Heavy Pump ist. Ist gar nicht so verkehrt. Da muss ich auf jeden Fall für die Runde schon mal nicht tanzen. Das läuft auf jeden Fall. Noch ein Ding, was bei dieser Cam echt nice ist. Man kann tatsächlich das Sichtfeld einstellen. Zwischen 65 und 90 Grad kann man hier tatsächlich komplett wählen, welchen Sichtbereich die Kamera aufnimmt. Das hat dann so ein... Ja, es ist tatsächlich kein Fisheye-Look. Es ist halt ein digitales Sichtfeld. Sieht aber dafür echt knackig aus. Und man kann sich dann quasi immer genau, weiß ich nicht, wenn diese Person zum Beispiel in den Raum reinkommt, kann man dann sagen, hey, ich vergrößere einfach mal das Sichtfeld, damit man diese Person halt auch auf der Kamera sieht. Das ist auf jeden Fall echt ein nice Feature, was eine normale Kamera nicht kann. Deshalb ist
ist das schon mal so zum Streamen oder zum Aufnehmen eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay, Pleasant Park, ich würde sagen, wir landen auf einer Drohne oben drauf, Dicker. Okay. Weil wir dann tatsächlich die Drohne abbauen können und dann kriegen wir nämlich den Baba-Ass-Loot. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine sehr gute Idee, Digga. Pass auf, wir finden nämlich jetzt eine goldene Scar, zwei Juggies, zwei Heavy-Sniper. Du kriegst noch eine goldene, ach, kriegst auch eine goldene Scar, eine lila Scar. Und dann nochmal zwei Combats, würde ich sagen. Ja. Toll, ich habe ein Infanteriewehrgewehr bekommen. Ich glaube, ich probiere den ersten Kill. Kannst du nicht machen. Warte, warte, ich hol mir den anderen, Schmocki. Hast du beide geholt? Ich habe einen und einen genockt. Und das sind zwei Tänze für Revi. Let's fucking go, baby. Oh mein Gott, I hate you, Digga. Okay. Holst du den? Ist low? Hab ich, warte. Sehr schön. Stopp ihn nicht ab. Sehr schön, ist er sehr down, schön, sehr da, schön. Das sind down, drei okay. Tänze. Oh Gott, warum hab ich ihn gekillt, Digga? Ich bin ja so dumm, Alter. Ah! Oh! Nein! Schmocki! Nein! Oh mein Gott. Die Dance jetzt von mir ist in der Lobby für dich, Alter, wirklich. Also, spin das Wheel, Digga, spin das Wheel. Ihr seht es jetzt hier nochmal, meine Freunde, wie das Rad sich dreht. Let's go. Okay, gut, Leute. Wir machen jetzt ganz kurz das Standbild hier von der Lobby. Und in diesem Lobby-Standbild tanze ich jetzt. Du Lacker! Was denn? Du Lacker! Was denn? T-Pose. T-Pose? Oh, das easy, ist ja so Digga. Album. Easy. Easy, Digga, easy. Okay, was hast aber du noch für mich? Aber das war's jetzt noch nicht, Bruder. Jetzt gibt's erstmal Rache. So, komm. Okay. Das komm Rad schon, dreht sich wieder, schon. Meine Freunde. Das Rad dreht sich wieder. Ihr seht, wie ja. Das Rad sich hier am Drehen ist. Was ist es? Gackerschritt. Let's go. Och nein, Digga. Oh mein Gott. Okay, ihr seht hier noch das richtige Emote. Und jetzt bin ich dran. Ja, weint. Schmocki, Alter. Können wir einfach aufhören, Junge? Nein, Digga. Wir werden heute die ganze Liste durcharbeiten. Was haben wir noch? Komm, plus. Und ja. Oh, Schmocki? Yes. Wackeln, Digga. Okay. Wackeln, warte mal. Wackeln. Ultra, okay, ich gucke mir mal, ganz mal im Dings an. Wackeln. Oh, der hier. Alter, ja, okay. Krieg ich hin. Okay, gut. Reden wir nicht drüber. Okay, noch eine Runde, Schmocki. Das ist wirklich Next Level unangenehm. Ehrlich, echt? Das ist einfach nur unangenehm, ja. Gut, Leute, ihr habt mich gerade in der Lobby peinlich tanzen gesehen. Jetzt ist wieder Zeit für eine weitere Runde Dance Moves. Lass uns in Tilted landen, Schmocki. Wir gehen jetzt Tilted. Full Apeshit. Okay. Digga, wenn man jetzt 10 Killbombe, Alter, dann muss ich 10 mal tanzen. Und danach okay. Bin ich so geschwitzt, dass ich nie wieder Sport in meinem Leben brauche. Junge. Wenn ihr auf jeden Fall Bock auf solche Formate weiterhin habt und man sagt, ey, mach das nochmal, Digga. Oh mein Gott, ich bin schon rausgesprungen, ich Idioten. Nein. Schaffst du trotzdem. Dann lass auf jeden Fall gerne mal einen Däumel nach oben da, Schmocki. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Du bist auf jeden Fall früher da als ich. Lass zusammen landen in irgendeinem Haus. Lass uns eins aussuchen. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall mal gerne den Link in der Videobeschreibung. Diese Kamera ist wirklich, muah, Digga, sie schmeckt auf jeden Fall, Leute. Es macht Spaß damit, rumzuexperimentieren und gerade das Chroma Key Feature. Echt eine brachiale Nummer. Ah ja, ist bei mir. Ich hab replaced. Hab ihn. Oh mein Gott. Entschuldigung, den Match geben. So, Lacker. Weißt du, was das bedeutet, okay. Baby? Nein. Komm, okay. gib mir den Tanz. Spin ja, das Rad. Oh, okay, ist nicht so schlimm. Was ist es? Deep Dab. Okay, aber easy, Digga, easy. Deep, Digga. Der wird richtig tief. Warte, okay. Mit dem Kopf zum Boden. Okay, Leute, Deep Dab, auf geht's, Digga. Wieder in die Lobby zurück und dann... Oder was? Easy. Okay, Schmocki. Das war einfach. Bin bei dir. Oh, du Stealer! Oh mein Gott, das war wirklich der dreiste Stealer in der Geschichte von Fortnite, Alter. Das war wirklich absolut dreist. Okay. Sollen wir jetzt tanzen? Ja, jetzt wird getanzt, Digga. Das ist hier die Challenge. Oh, okay, nevermind. Ich glaube, wir sollten jetzt echt gerade nicht tanzen. Was? Okay, nicht Schild. Da ist noch Schild. Nee. Nein! Nein! Oh mein Auch Gott. Digga, ich hatte gerade einen Krampf in der Hand, weißt du das? Ich hatte gerade einen Krampf in der Hand, Alter. Unglaublich. Das war ich das Unangenehmste der Welt. So, ich spin. Okay, der nächste ist der unendliche Depp. Okay, der ist easy, Digga. Let's go, Alter. Auf geht's, Leute. Das ist wirklich easy, Alter. Das ist easy. Okay, Schmocki, gib mir den nächsten. War der locker flockig oder was? Okay, dann nächster. Schnell. Das Rad dreht sich. Du hast ja gerade wackeln gelernt, ne? Kannst ja. Kannst du nochmal wackeln machen. Okay. Aber diesmal mit richtig viel Input, bitte. Okay, easy. Schnell, noch ein. Okay, next. Schmocki! Tentakeltanz! Nein, let's Digga, welcher... Welcher war das nochmal? Und das ist halt der geilste, der hätte kommen können. Auf den freue ich mich so hart. Ah, Tentakeltanz. Ach, der hier, okay. Ja.
Ja, doch, ja. Ja, das läuft. Ja, ja. Okay, genug unangenehme Zeit gehabt. Let's go. Back in the game, Leute. Okay. Ich bin so geistkrank am Schwitzen, Junge. Junge, deine Mats. Ey, Digga, was ist denn das? Wie viele Fallen hat er denn? Ja, unglaublich. Digga, was ist denn? Wie kann man denn so spielen? Wie kann man denn so ekelhaft spielen, Digga? Er hatte 20 Fallen, 20 Lagerfeuer, 20 Schilde. Belastend, Alter. Wirklich belastend, Mann. Ehrlich. Aber Revi, ich glaube, du hast gerade noch einen Kill gemacht. Scheiße, Mann. Ja, okay, komm. Spin das Rad los. Dreh das Rad, Digga. Gib mir geil Tanz. Ja, Hype-Tanz, let's go. Hi, hier seht ihr nochmal. Der ist easy. Oh Mann, Alter! reden wir nicht drüber, nie passiert. Doch, ich wollte dir den Tanz zeigen. Okay, zeig mal. Wenn ich tanzen muss, wenn wir gewinnen. Falls wir gewinnen. Ja, alles klar, Digga. Okay, klar, ja, nee, klar. Ich habe ja auch Ballett und sowas studiert, das passt. Eben, Bruder. Hol ihn dir! Schmocki, du sollst dich doch entspannen. Bruder! Ich muss auch noch ein paar Kills machen, Digga, ne? Was soll ich machen? Hol ihn dir, unter dir. Ich schieß nicht. Hab ihn. Aber hast du auch zufällig ein Medkit? Ja, warte. Nee, war ein Scherz, das bringt gerade das Wild. Och Mann! Zweimal Justice, vor allen Dingen. Let's go. Orange Justice und Gacker Schritt? Ja. Okay, das Ding ist, es sieht halt einfach absolut beschissen aus, wenn ich das mache, ne? Ehre, Schmocki, Ehre, dem Ehre gebührt. Hab ihn. Junge, hello, wie ich ihn abgelenkt habe, Alter, damit sehr du ihn bekommst. Junge, das ist kompletter Carry von Schmocki an der Stelle. Hab ihn gehittet, 150er, einer von denen. Ich push. Ja moin, er geht wieder komplett alleine. Bruder, ich will Tänze von dir. Oh mein Gott, ich bin direkt down. Cool, ja, er wird mich finishen, Ich bin down. Oh, Schmocki, Alter, egal, es war eh eine sehr peinliche. Egal, aber zwei Kills habe ich noch, Digga. Okay, gib mir die Tänze, okay, komm, let's go. Deep Dab einmal. Okay, und? Zum Abschluss. Obwohl, ganz ehrlich, zum Abschluss ja. Nehmen wir einen Tanz, den ich entscheide. Okay, auch weil wir nicht gewonnen haben, egal. Okay. Ich möchte von dir sehen. Ja, probier diesen Russentanz, den Kasachow. Oder Kasachow. Ich hab den nicht. Kannst du mir mal zeigen? Okay, Deep Dab kommt. Okay, bitte. Und jetzt mein Tanz, den ich mir wünsche, ist der hier. Zeig der mal Kasachow. Her. Ja, Junge, niemals. Niemals, Alter. Ja, probier's einfach. Probier's. Ja, rüber. Okay. Nein, Revi. Bin hingefallen. Oh nein. Leute, das war's von der mit Abstand dümmsten Fortnite-Challenge aller Zeiten. Schaut bei Schmocki vorbei. Riesiges Dankeschön an Logitech für Sponsoring dieses Videos. Der Link zu der Kamera ist in der Videobeschreibung, meine Freunde. Greenscreen Feature, 4K, 60 FPS. Geiles Ding. Schaut da unbedingt mal rein. Da könnt ihr auch, wie gesagt, die ganzen Tutorials von den Streamern euch anschauen. Perfekte Kamera für Stream. Leute, ich bin damit raus. Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Danke an Schmocki fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.